Jo, liebe Leute, was geht raus? Der Onkel Zocki am Start. Hallihallöchen! Ich habe eine sehr wichtige Information an euch, und zwar geht es drum um Gebäudeglitches. Ja, einige Gebäudeglitches wurden schon gepatcht von Rockstar Games, und zwar werdet ihr sehen, was da passieren wird. Ja, wir gehen jetzt zu einem Gebäudeglitch, wo man reinklettern konnte, und was dann passiert, schaut euch einfach selbst an. Ihr kennt ja diesen Gebäudeglitch, habe ich vorher schon einige Monate gezeigt. Sobald ihr reinklettert, noch nicht mal richtig drin seid, zack, fliegt ihr raus und ihr stirbt. Ja, schade eigentlich, aber ich habe für euch in diesem Video einen weiteren Glitch, was ich schon, glaube ich, schon mal gezeigt habe. Ich möchte euch nochmal zeigen, damit ihr sehen könnt, er funktioniert immer noch. Wenn ihr testen wollt, könnt ihr es testen, bevor Rockstar es patcht. Ja, Rockstar geht jetzt richtig ab bei Gebäudeglitches. Okay, kann ich die auch wiederum sehr gut verstehen. Es fuckt auch einige Spieler ab, wenn ständig Leute sich in Gebäude verstecken und denen einen abknallen. Ja, alles okay. Man hatte Vorteile, Nachteile etc. Ist ja auch egal. Ich zeige ja erst nur, man kann das testen. Wenn das von Rockstar gepatcht wird, wird es halt gepatcht. Da bin ich ja auch nicht sauer dabei. Und teilweise helfen wir, glaube ich, als YouTuber denen, die Glitches zu patchen. Weil die sich vielleicht die Videos anschauen und sagen, okay, die Bereiche müssen wir halt sperren. Schreibt einfach in die Kommentare, wie findet ihr das? Also ich bin da sehr neutral, Leute. Und dieser Gebäudeglitch funktioniert reibungslos. Ihr seht ja, ihr braucht einen LKW oder ein höheres Fahrzeug, wo ihr draufklettert und dann sozusagen ins Gebäude gelangen könnt. Und ja, rausschießen könnt ihr auf jeden Fall aus den Bereichen. Und richtig nice, Leute. Und schreibt mir in die Kommentare, wie findet ihr diesen Gebäudeglitch, und mit dem Sniper könnt ihr auch hier rausschießen, habt ihr gerade gesehen. Ich würde mich sehr freuen über ein Feedback. Schreibt mir eine Schulnote von 1 bis 6, wie findet ihr diesen Gebäudeglitch. Ich freue mich sehr über ein Feedback, Leute, und gebt für den Onkel Zocker doch einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr freuen, Leute, und wo wir uns befinden, genau hier, da müsst ihr hinfahren, Leute. Ich bedanke mich herzlich, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, und ja, haut rein, euer Onkel Zocker.